So, hallo und herzlich willkommen zurück in Watch Dogs. Ja, leider hat er das letztens nicht gespeichert, wie man eh gerade sieht. Und ich habe jetzt etwas länger nicht gespielt, jetzt bin ich da etwas aus der Übung. Muss ich mir kurz die Steuerung da wieder etwas anschauen. Auf jeden Fall ist es leider so geworden, dass er nichts gespeichert hat. Genauso wie ich mir es gedacht habe. Aber gut, kann man im Endeffekt ja eh nichts dran ändern. Ich werde mir da jetzt das Ganze kurz etwas anschauen, aber nicht so viel. Weil da relativ viele Leute sind. Ich werde es dieses Mal. Aha, den einen habe ich ja schon umgelegt, genau. Ich werde es dieses Mal vielleicht gleich anders machen. Vorausgesetzt, ich weiß jetzt, was ich da machen muss. Oh shit, der Helikopter ist natürlich etwas lästig da oben. Haben wir da nicht einmal irgendwas gehabt? Sag einmal, was wir da. CTOS-Scan wird mir da in diesem Fall ja nicht viel bringen. Den Typen runterschießen, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja. Auf jeden Fall ist da noch dieser komische Typ wieder. So. Auf jeden Fall haben wir den von Strecke jetzt einmal umgelegt. Das ist ja schon mal besser als nix. So, ich will es dieses Mal etwas leiser angehen. Also leiser im Sinne von, dass ich da nicht gleich wieder die ganzen Truppen hinter mir her habe. Deswegen werde ich jetzt einmal da drüber jumpen. Oh shit. Okay. Das war natürlich wieder ein wunderbarer Anfang. So. Gut. Schauen wir mal, dass wir die Mission irgendwie zusammenbringen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, warum man das damals jetzt nicht gespeichert hat. Das finde ich etwas, ehrlich gesagt, etwas blöd, muss ich fast sagen. Aber ich werde jetzt mal warten, bis das dieser Idiot da wieder zu mir herkommt. Ja, genau, wunderbar. Sowieso. So, das war wieder extra geilstens das. Der Heli sieht mich natürlich jetzt auch, das ist natürlich sehr leibend. Ja, wunderbar. Ja, ich werde auch gleich hochgradig paranoid, werde ich gleich jetzt, wenn ich die Mission jetzt nicht bald schaffe. So, probieren wir es halt noch einmal. Ich werde jetzt einmal da warten, bis das dieser Typ wieder herkommt. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Zweitens werde ich mal da vielleicht Annäherungs-SUV. Herstellungsfähigkeit freischalten. Fokus Boost, Gemcoms. CTOS-Scan, das bringt uns alles nichts. Machen wir mal Splittergranate. Ja. Annäherungs-SUV. Wir haben ja da eh noch die anderen, auch die SUVs, genau. Da haben wir eh auch genug. Nehmen wir einmal diese. So. Dann schauen wir mal, dass dieser Wixbur da wieder herkommt. Wo ist er da? Okay. Dann haben wir zumindest einmal ihn erledigt. Und dann können wir ja schauen, wie es weitergeht, sobald sich das Sabu da mal endlich herbewegt zu mir. Oder auch nicht. Dann werde ich ihn gleich einmal da ausschalten. Okay. Das hat einmal funktioniert, wunderbar. So, jetzt werden schätzungsweise da wieder 5000 Leute herkommen. Oder auch nicht. Aha, er kommt schon her da. Kommunikator stören, gut, das können wir uns ja zunutze machen, wenn wir ihn dann umlegen da. Okay, scheiße. Ja, das ist wieder so ein Typ, der was etwas mehr aushaltet anscheinend. Ist halt die Frage, wie wir diesen Typen da jetzt umlegen. So. Vielleicht können wir ihn irgendwie herlocken da. Oder auch nicht. So, jetzt ist dieser blöde Heli da wieder. Okay, er kommt, kommt, bitte komm noch etwas näher. So, komm. Das gibt's ja nicht erst. Jetzt komm endlich da hinzu. Jetzt habe ich eh schon die Bombe da hergelegt und dann kommt dieser blöde Sackbauer da nicht näher. Perfekt, so. Okay, das hat nicht viel gebracht.
Typen leben ja noch alle so. Ich muss mich da jetzt etwas einmal verflüchtigen. Ehrlich gesagt sind diese Vollstrecke oder wie auch immer die heißen da etwas sehr overpowered, meiner Meinung nach. Ja genau, wer sieht mich da jetzt wieder? Der Heli, ist eh klar. So, ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich da jetzt schon langsam verflüchtige. So. Okay, dann haben wir jetzt einmal umgelegt den einen da. So, da sind jetzt natürlich noch 5000 andere. Aber die werden wir jetzt alle da mal nach der Reihe umlegen. Wenn es wahr ist. So. Okay, stay alert. So, der blöde Heli da oben, der regt mich schon etwas auf, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, ob man den runterschießen kann. So, halbautomatisches Scharfschützengewehr. Da ist dieser eine Idiot oder der, was mich so stört. Da hinten stramanzen noch die Typen herum. Aha, unser Ziel ist auch da, so wie es ausschaut. So, perfekt. Okay, dann haben wir praktisch jetzt nur noch diesen Idioten da, diesen Fettsack. Und unser Ziel kommt auf direkten Weg zu uns, so wie es ausschaut. So, er kommt aber auch auf dem direkten Weg zu uns, wenn er da endlich einmal Bewegung ins Spiel kommen. So, was ist los? Okay, Arsch. Arsch, 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 das tut natürlich nicht so gut. So. Aber wir haben zum Glück dieses Mal wenigstens jetzt einmal den Typen schon mal umgebracht. Das ist ja schon mal besser als nix. Genau. Ja, sowieso. Erst bringe ich wieder den Zivilisten unter. So, ich glaube, ich muss einmal da auf eine etwas stärkere Waffen wechseln. Oh shit, oh shit. Ja genau, sowieso. Ja, genau. Sehr geil. So, jetzt stecke ich da noch fest auch noch. Wow, ich liebe es. Wirklich, es ist ein Wahnsinn. Ich bekomme es ehrlich gesagt nicht hin. Das ist schlimm. Jetzt muss ich den... Naja, schalten Sie die beiden Security-Chefs. So, jetzt habe ich den einen Idioten noch einmal zum Umbringen. Jetzt schon langsam wird es jetzt echt uninteressant. Weil ich nicht genau weiß, wie ich da vorgehen soll. So. Okay. Na gut, so, schon langsam weiß ich nicht mehr, wie ich da jetzt tun soll am besten. Der blöde Heli da geht mich am allermeisten an, der muss doch irgendwie da zum Ausschalten sein, oder? Das will mir nicht ganz eingehen. Aber so wie es aussieht, So, wir warten jetzt einmal kurz, ob da vorne ist so ein Sniper, der regt mich auch etwas auf, muss ich sagen. So, jetzt kommt der Heli natürlich wieder da. Der Brunzer. Gott. Okay. So, das ist natürlich, habe ich natürlich extra sinnvoll gelöst. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Nachdem ich dort schon wieder in Verfolgung bin. So, jetzt schau mal, wo dieser Wixbot überhaupt. So,
Sehr geil. Jetzt habe ich natürlich da alle möglichen Idioten am Halster. Das ist ja fast unmöglich zum Schaffen, heißt, das ist ein Wahnsinn da. Okay, so, Achtung, aus dem Weg, vorsichtig da. So, jetzt haben wir noch den Heli da praktisch, was ich abhängen muss noch. Oh. Na, das wäre keine gute Idee, wenn wir every available backup holen. So, ich werde mich einmal da reinschleichen, jetzt, dass ich den scheiß Heli da einmal loswerde jetzt. Der Typ bringt mich echt schon auf, muss ich sagen. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir da diese Vollkuffern da irgendwie loswerden. Ich weiß ja nicht, wer da zu wem gehört jetzt. So. Atsch. Ja genau, jetzt trifft mich der Heli natürlich wieder da herinnen. Kacke, echt. Kacke scheißen, so. Ja genau, sowieso, jetzt trifft er mich da natürlich auch noch da. So. So. Wer schießt jetzt noch auf mich, das sag einmal? Kurz nachladen da mal. Okay, den Heli haben wir jetzt einmal zu weit aus dem Weg. So, schon langsam wird es ja da etwas ruhiger. Ja genau, so. Okay. Gut, so, Halleluja, wir haben jetzt mal da alle ausgeschaltet. Jetzt werde ich mal kurz ein Fahrzeug holen und dann können wir ja eigentlich, nachdem der Heli da draußen herum eiert, werde ich mal... Genau. Jetzt hole ich mir da irgendein Fahrzeug. Und dann werde ich mich da jetzt irgendwie verflüchtigen, wenn es wahr ist. Da vorne ist eh schon wieder ein Tunnel, das ist ja sehr zu meinem Vorteil da jetzt. Okay, das bringt mir aber nichts. Schauen wir mal kurz auf die Karten. Da kann ich ja schätzungsweise nicht rüber, so wie es ausschaut. Hm. Ja gut, wir werden einfach trotzdem die Straßen weiterfahren da jetzt. Und dann werden wir den blöden Heli schon irgendwie abhängen können. Wenn es wahr ist. Oh shit, oder auch nicht. Okay, jetzt ist er zum Glück etwas stiller mal. Wenn es wahr ist. Schauen wir mal. Jawohl, jetzt habe ich es gleich geschafft. Der Halleluja heißt. So. Perfekt. Puh, okay. Die Mission haben wir geschafft. Halleluja. Es war ein folgenschwerer Tod. Damn. I'm sorry I doubted you. Why would you doubt me? I'm a realist. Listen, I'm coding a dirty little virus to erase me from their system. Damn, I'm good. And then I waltz into Bloom with my access and your code. What's security like? Oh, good point. You might call it thick? Yeah, well, let's thin their numbers then. You tracking any of their truck deliveries? Of course I am. Send me the routes and let me make some noise. Okay. Glücklicherweise haben wir die Mission jetzt endlich erledigt. Schauen wir kurz auf die Karten, wo wir als nächstes eigentlich eh wieder da zurück müssen. Kampagne, das werden wir auch direkt erledigen. Ja. Das hat ja wunderbar geklappt jetzt. Nach dem fünften Anlauf sozusagen. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Das ist das Allerwichtigste. Obwohl ich eine freche... Okay. However, Chicago's citizens are cheering Pierce on. With so much citizen support, police are having a hard time getting any tips on his whereabouts. Ja, das ist natürlich klar. was ich jetzt sagen wollte, ist, dass mich das etwas aufgeregt hat, dass ich da die Mission eigentlich noch einmal spielen habe müssen, aber ich habe es eben beim letzten Mal schon gesagt, dass das passieren könnte,
Weil er irgendwie die Mission nicht abgeschlossen hat, obwohl ich ja eigentlich alle umgebracht habe. Aber kann sein, dass ich da vergessen habe, sein Telefon zu hacken. Das kann gut möglich sein. Weil an das kann ich mich beim letzten Mal ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Naja, nichtsdestotrotz, die Mission haben wir jetzt eh erledigt. Das braucht man sich keine Gedanken mehr drüber machen. Ich düse jetzt noch kurz zurück also nicht zurück, aber ich düse jetzt noch kurz zur nächsten Mission. Dann ist der Part eh schon wieder zu Ende. Die Mission hat, die blöde Flucht hat ja praktisch fast den ganzen Teil eingenommen jetzt vorher. War etwas eine Verschwendung leider, aber was soll's. Ist ja nicht so tragisch. So. Ups. Das ist sich gerade noch ausgegangen. So. Schauen wir, wie es weitergeht. Wir haben jetzt praktisch diese Blooms ausgeschaltet, diese zwei. Und bin gespannt, was uns jetzt erwartet in der nächsten Mission. Das Spiel hält da seine Spannung bis zum Schluss, so wie es ausschaut. Was ich da. So, jetzt werden wir da hoffentlich bald einmal da sein. Jawohl, da vorne haben wir es eh. Ups, sorry. Ups. Anbremse funktioniert auch nicht mehr ganz so, wie sie soll. So. Gut, da oben haben wir es. Aha. Vorsicht. Perfekt. Unaufhaltbar. Okay. Fahren wir da noch kurz rein. So. Okay. Spielzeug. Kaufen wir da noch kurz ein paar Komponenten ein. Wenn wir schon da sind. Kaufen. Yeah. 2 von 20, 6 von 6. Kaufen wir da kurz. Na gut, okay. Kaufen wir lieber diese elektronischen Teile. Geld haben wir ja sowieso genügend. Gut. Was? Also Brieftasche. Okay, ja, das wird reichen, schätze mal. Alright. Naja, so. Dann würde ich sagen, für heute reicht es auch, weil es hört sich fast nicht aus, dass ich da jetzt noch ein neues anfange. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es da jetzt mehr oder weniger etwas chaotisch zugegangen ist. Ja, wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.